Simonhead lassen wir jetzt mal. Komm hier hoch, Cartoon Cat. Eins, zwei, drei. Willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und Leute, ich sag's nochmal, wir befinden uns auf dem Weg zu 100.000 Abonnenten. Deswegen bitte, bitte, bitte lasst doch jetzt gerne mal ein Abo da und vielleicht 2.000 Likes, Leute. Und wir grüßen bei diesem Video zwei Leute. Du wirst auch gegrüßt werden. Dann lass jetzt sofort einen Kommentar hier unten da, die Kommentare werden ding, 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 ding. Jetzt hier unten eingeblendet. Aber lasst uns erstmal das Video starten. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, wir haben letzte Woche und vor zwei Wochen ein Happy Meal gekauft von Simonhead und von Cartoon Cat. Komischerweise hat das Happy Meal irgendwie Game Master gebracht, was ganz, 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 ganz komisch ist. Und diese Figuren sind auch nicht mehr da. Ich will nochmal ein Experiment ausprobieren, weil ich glaube, dass diese beiden Figuren nämlich Voodoo-Puppen sind. Und vielleicht können wir mit den Voodoo-Puppen endgültig Simonhead oder Cartoon Cat zerstören. Und ich dachte mir mal, vielleicht ist der Game Master ja wieder nett geworden. Ich hoffe es mal, ich bin mir echt nicht ganz sicher. Der Game Master hat nämlich die Figuren. Wir rufen erstmal den Game Master an und fragen ihn, ob er die Figuren vielleicht vorbeibringen kann. Das ist die Nummer vom Game Master. Wer will jetzt die Nummer auch haben? Der lässt jetzt bitte mal einen geilen Kommentar da. Vielleicht bekommt ihr da die Nummer. Aber egal, wisst ihr was? Wir können ihn anrufen sogar über WhatsApp. Dann lass uns das mal tun, oder? Lass uns die Nummer doch gleich mal wählen und schauen, ob der Game Master überhaupt hingeht. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, aber okay. Wir wollen hier nur Frieden mit ihm machen. Lass mal schauen, ob er... warte mal. Game Master? Sorry, dass ich dich gerade störe. Was machst du? Oh, du bist gerade auf der Toilette? Sorry. Tut mir leid. Ich will dich nicht beleidigen. Nee. Sorry. Ich wollte dich nur ganz kurz was fragen, Game Master. Ich hoffe, man kann dich sehen. Kannst du mir die Simonhead oder Cartoon Cat Voodoo-Puppe bringen? Ja, aber ich... Du sagst um 3 Uhr nachts? 3 Uhr nachts. Bringst du sie vorbei? Ja. Game Master? Hallo? Game Master? Es ist irgendwie eingefroren. Aber er meint, er bringt sie um 3 Uhr nachts vorbei. Dann lass es doch mal abwarten. Okay, 3 Uhr nachts. Dauert noch Ewigkeiten. Bis dahin. Was zur Hölle habe ich hier in der Hand? Das ist doch nicht schon... Hä? War der Game Master etwa schon hier gewesen? Habt ihr was gesehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Aber das ist doch genau das, was wir haben wollten, oder? Oh mein Gott, Cartoon Cat und Simonhead. Okay, Leute, dann würde ich sagen... Welchen sollen wir zuerst ausprobieren? Schreibt das auch mal in die Kommis. Okay, schreibt gerade in die Kommentare, dass ihr zuerst Simonhead ausprobieren sollen. Das heißt, wir können ja Cartoon Cat erstmal hinlegen und danach erstmal ausprobieren. Das heißt, wir probieren erstmal Simonhead aus. Aber anscheinend scheinen die Figuren wirklich extrem gefährlich zu sein, weil Game Master ist ja auf jeden Fall rausgegangen. Das heißt, er hat mit der Sache nichts zu tun, Leute. Er hat anscheinend zu viel Angst vor den Figuren. Okay, lasst uns mal Simonhead ausprobieren. Wir wissen ja, wenn wir Simonhead hier drücken, wir probieren es noch nicht ganz aus, oder auf seinen Fuß, da kommen Fußstampfer. Aber deswegen legen wir erstmal Cartoon Cat hin. Ist doch ein schöner Platz für Cartoon Cat, oder? Ich hoffe mal, sie haut nicht ab. Oh. Lassen wir sie erstmal liegen und probieren erstmal Simonhead aus, Leute. Seid ihr bereit? Lasst uns erstmal den Knopf hier... Oh mein Gott! Oh Leute, wir müssen es ausmachen! Hört ihr die Fußstapfer? Oh mein Gott! Hört ihr die Fußstapfer? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Habt ihr es gehört? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Habt
Habt ihr es gehört? Es hat funktioniert, Leute. Die Voodoo-Puppe hat anscheinend echt funktioniert und wir haben schon mal Cybernet irgendwo hierher geholt. Dann lass uns doch mal sein Geräusch kurz mal ausprobieren. Seid ihr bereit? Schaltet auf jeden Fall den Ton ein bisschen leiser. Es könnte ziemlich laut werden, Leute. Seid ihr bereit? Dann lasst uns hier drauf drücken. 1, 2, 3. Leute, oh, okay, ihr habt es gesehen, aber wir haben Cybernet ausgeschaltet. Ich will die Siren-Voodoo-Puppe auf jeden Fall nicht mehr benutzen, Leute. Wenn Cybernet hierher kommt, die ganze Wohnung ist zerstört. Wer will das auch? Nee, die Wohnung soll auf jeden Fall nicht zerstört werden, Leute. Ich würde mal sagen, wir benutzen jetzt erstmal Cartoon-Cat. Seid ihr bereit dazu? Ich würde sagen, lassen wir uns erstmal Cybernet hinlegen und mal schauen, was die Cartoon-Cat-Voodoo-Puppe kann. Wir haben ja Cybernet schon ausprobiert, letztes Mal, aber ich würde sagen, Cartoon-Cat ist um einiges besser. Schauen, sie sitzt hier auf jeden Fall noch da. Dann lass uns mal kurz einen Raumtausch machen. Okay, sie sitzt auf jeden Fall noch friedlich da. Cybernet lassen wir jetzt mal und nehmen die Cartoon Cat Voodoo-Puppe. Und mal schauen, ich bin schon echt gespannt, was die Cartoon Cat Voodoo-Puppe alles so drauf hat. Was sollen wir zuerst machen? Was sollen wir zuerst drücken? Lass uns erstmal vielleicht erstmal die Hand oder so. Leute, habt ihr das gehört? Da hat es an der Tür geklingelt. Da hat es an der Tür geklingelt. Lass uns mal die Tür aufmachen. Da hat es an der... Das wird doch nicht... etwa Cartoon Cat vor der Tür sein, oder? Lass uns die Voodoo-Puppe mal in der Hand behalten. Ich höre komische Musik da draußen. Ich habe jetzt zum Glück noch die Cartoon Cat hier, Leute, aber... dann lass uns mal nachschauen, ob sie... Nein. Ich bin diesmal nicht so dumm und gehe da runter. Nein. Weißt du was? Weißt du, was ich hier habe, Cartoon Cat? Ich drücke hier drauf und du kommst jetzt hierher. Komm hier hoch, Cartoon Cat. Warte, Cartoon Cat, kommt hier hoch. Vielleicht können wir sie hier entmaskieren. Cartoon Cat, komm hier hoch. Cartoon Cat, komm hier hoch. Komm hier hoch, Cartoon Cat. Schön in die Wohnung rein. Schön in die Wohnung rein. Ich hoffe, sie bekommt das Ganze nicht zu Gesicht. Oh mein Gott, Cartoon Cat ist bei mir. Cartoon Cat, setz dich schön hin. Okay, wir müssen immer weiter drücken. Lass uns mal erst die Tür schließen. Oh mein Gott, es klappt, Leute. Setz dich schön hin, Cartoon Cat. Setz dich schön hin, Cartoon Cat. Schön hinsetzen, Cartoon Cat. Es scheint anscheinend wirklich zu klappen. Aber ich habe die Voodoo-Puppe hier. Wir dürfen die Voodoo-Puppe auf jeden Fall nicht aus der Hand lassen. Wenn Game Master schon die Voodoo-Puppe nicht haben will, ja? Aber wir haben es geschafft, Cartoon Cat irgendwie hierher zu holen. Das gab's im Happy Meal. Heftig. Okay, Leute. Dann lasst uns mal schauen, was unter der Maske oder so ist. Ich kann's kaum erwarten. Lass uns erstmal Cartoon Cat näher anschauen. Ja? Okay, lass uns mal erstmal diese Cartoon Cat hier hinlegen. Und solange wir es hier haben, ja, ist Cartoon Cat auf jeden Fall paralysiert. Genauso wie Siren Head. Cartoon Cat ist da und kann nichts machen, Leute. Und ich würde sagen, lasst uns den Moment jetzt nutzen, erstmal die Maske Cartoon Cat zu entnehmen. Bist du gereift, Cartoon Cat? Du hast schon so viel Schaden angerichtet. So viel Schaden. Es wird Zeit, die Maske endlich abzunehmen. Ich kann es kaum erwarten. Wer denkt, ihr ist unter der Maske? Game Master? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Lasst uns endlich Cartoon Cat entmaskieren. Seid ihr bereit? Komm, wir lassen die Leute nicht zu lange warten. Lasst uns hier nicht so... Mein Gott! Cartoon Cat hat kein... Sie hat kein Gesicht? Leute... Was stimmt da nicht? Cartoon Cat hat kein... Sie bewegt sich auch gar nicht mehr. Oh mein Gott. Was für ein Lebewesen ist das? Okay, Leute, was sollen wir jetzt machen? Ich bin extrem überrascht. Aber wir haben Cartoon Cat her. Wir haben Cartoon Cat hier, meine ich. Das heißt, wir können ihn jetzt endgültig... Leute, wir können die Maske zerstören. Lasst uns die Maske zerstören und die Voodoo-Puppen beide auch. Und dann hat das Ganze hoffentlich endlich ein Ende. Wir können endlich ein neues Thema machen. Ihr könnt ja entscheiden, was wir mit dem Thema machen sollen, Leute. Okay, ich kann es kaum erwarten, Leute. Ich kann es wirklich kaum erwarten, ey. Ich schwitze auch extrem schon. Lasst uns die Maske... Ich würde sagen, wirklich, lasst uns die Maske jetzt endgültig zerstören. Cartoon Cat? Komm.
Leute, nein, sie wird sich an uns rächen. Ben, 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 Ben.